Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Play Mountain Blade Solo mit mir, dem Yakinator. Und natürlich Yakinator, dem Weisen und Jeremus Mani, Laserlied allein und Ymira. Und das ist alles, was übrig geblieben ist von unserer riesigen Armee, von den letzten beiden Kämpfen. Tja, tut mir ein bisschen leid. Wir wurden etwas aufgerieben, um es mal ganz doll zu untertreiben. Und wir müssen jetzt überlegen, was machen wir? Irgendwie neuanfangmäßig irgendwas? Oder, ich habe mir da ein paar Gedanken zu gemacht und ich muss einfach sagen, wir hatten ja ein paar Hauptziele. Als da wären die mega krasse super Stahlpanzerrüstung und die arschteuer ist. Oder Level 40 erreichen war auch eins der Hauptziele. Ja, und Hauptziel meine ich in dem Sinne, also eins von den Zielen muss erreicht werden, damit das Let's Play praktisch sein Ende findet. Und ich muss sagen, ich sehne mich jetzt praktisch schon hier nach Level 40. Denn, ja, da ist jetzt meine Euphorie gar nicht gespielt. Denn ich muss sagen, langsam gehen mir ein bisschen die Ideen aus für das Mountain Blade Let's Play. Ich weiß, Belagerung und lalala, Königreiche verwalten und sowas. Aber ey, dafür habe ich echt keine Energie und das ist mir dann alles ein bisschen zu kompliziert. Ich habe das nie so gespielt. Deswegen, diese ganzen Feinheiten, die ich immer fein säuberlich ausgelassen habe, von Mountain Blade, also die ganzen Details und Sachen und die Mission vor allen Dingen, haben wir überhaupt schon mal irgendeine Mission gelöst? Ich glaube nicht. Ja, da will ich mich jetzt nach 200 Folgen auch nicht mehr reinfuchsen. Es ist ja auch so, man muss es mal so sehen. Ich habe Mountain Blade jetzt regelmäßig seit fast anderthalb Jahren gespielt. Mehr oder weniger regelmäßig, aber immerhin 200 Folgen knapp. Ja, und irgendwann ist halt die Luft raus, ne? Und ich muss sagen, im Moment ist bei mir so ein kleines bisschen die Luft raus. Natürlich, die actionreichen Kämpfe und so, die können mich immer noch begeistern. Hier zum Beispiel der Lord Place wird wieder verfolgt von den Kergiten. Er flieht aber nach Dirim, insofern soll uns das nichts angehen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Verdammt, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Ja, es wird so sein, wir werden wahrscheinlich einfach warten, bis wir auf Level 40 sind. Also was heißt warten? Wir werden aktiv in der Gegend herumstreunen und Mountain Bandits kaputt hauen. Das will ich jetzt mal wieder machen. Ach, wir haben so lange nicht gegen irgendwas gekämpft. Und jetzt sind sie auch schon wieder weg, die Mountain Bandits. Ja, egal. Ein paar Folgen, bis wir Level 40 erreichen. Und dann werde ich dieses Let's Play wahrscheinlich auch offiziell mal beenden. Und das tut mir ein bisschen in der Seele weh. Denn, ja, na, es ist mein erstes Let's Play gewesen, das mich durch das erste halbe Jahr auch fast immer begleitet. Nee, nicht durch das erste halbe Jahr, durch die ersten drei Monate hat mich das begleitet. Das war mein einziges Let's Play, glaube ich, in der ersten Zeit. Und, Mountain Bandits, super. Jetzt können wir endlich kämpfen. I give you nothing but cold steel, you scum. Ja, und deswegen bin ich ein kleines bisschen traurig. Ich habe viele tolle Sachen erlebt mit diesem Spiel oder viele außergewöhnliche Sachen. Auch viele nicht so tolle Sachen. Dinge, die mich zur Weißglut getrieben haben. Zum Beispiel neulich erst der Verlust meines gloriösen Schwertes, der sich wahrscheinlich nicht mehr ausgleichen lässt in dieser Zeit, die uns verblieben ist. Es werden natürlich noch ein paar Folgen sein. Davon könnte ausgehen. Ich glaube, wir haben ungefähr noch 300.000 Erfahrungspunkte, die wir hier noch sammeln müssen. Oder 200.000 oder irgend sowas. Also auf jeden Fall genug. Genug, um noch einige Schlachten zu schlagen. Genug, um noch einige 1000 bzw. 100 Leute umzunieten. Hui. Und genug hier, um in Würde Abschied zu nehmen von diesem wunderbaren Spiel, das jetzt ehrlich gesagt auch langsam ein bisschen veraltet ist. Ich meine, ich spiele ja normalerweise keine neuwertigen Spiele oder so. Ich halte mich praktisch auch so ein kleines bisschen an die goldene Regel der Let's Player, jedenfalls früher, dass man so drei Monate lang ein Spiel nicht spielt, nachdem es rauskommt. Und erst danach ist es zum Let's Playen freigegeben praktisch, um nicht allen Leuten gleich den Spaß zu nehmen. Hält sich natürlich keiner mehr dran. Aber immerhin, ich habe noch nie irgendwie ein neuwertigeres Spiel gespielt. Das wird sich ja bald ändern mit UFO, Enemy Unknown, der Nachfolger von Mountain Blade praktisch. Und ich überlege mir gerade noch, wie wir das durchspielen. Der Super Mega Iron Heart Power Man Variante. Ich schätze mal, so wird es kommen. Ja, werde ich mal schauen, was sich da ergibt. Und jetzt setzen wir hier weiter die Bergbanditen ab. Ich merke, es geschieht eigentlich alles automatisch. Ich mache eigentlich gar nicht groß irgendwie bewusst was. Ja, na natürlich. Also wie gesagt, das ist auch so dieser Abnutzungseffekt. So ein bisschen. Und irgendwann wird es dann halt auch einfach langweilig. Ich meine, eigentlich müsste es mir ja schon nach 10 Folgen langweilig gewesen sein. Mit diesem Spiel. Dann ist es ja immer dasselbe. Immer Leute kaputt schnetzeln. Na gut,
immer eine Überzahl von Leuten kaputt schnetzeln. Und seinen Spaß haben. Naja, egal. Wie gesagt, bald wird es damit vorbei sein. Ja, und bei Fallout 2, da habe ich übrigens super schlechte Nachrichten. Das werde ich dann im Let's Play von Fallout 2 auch nochmal ansprechen. Es ist nämlich so, ich habe mal wieder ein bisschen vorgespielt und da habe ich gemerkt, ach du Scheiße. Ich komme irgendwie an einer bestimmten Stelle gar nicht weiter, weil das Programm da spinnt und mir nur eine Fehlermeldung auswirft. Und das frustriert mich. Und diese Stelle ist relativ entscheidend im Spiel. Ja, ich werde mal sehen. Vielleicht hängt das auch nur von irgendwelchen Quests ab, die man gelöst oder nicht gelöst hat. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Da werde ich weiter forschen und im Let's Play werdet das dann irgendwann mal sehen. Nach, ich denke mal, noch 50, 60 Folgen oder so. Ja, könnt ihr dann das Ergebnis betrachten. Ich hoffe, es funktioniert oder ich hoffe, ich kriege es irgendwie wieder hin. Also wie gesagt, Fallout 2 im Moment mit ungewissem Ausgang. Ja, und hier sieht es, naja, ganz gut aus. Keine Gefangenen, aber immerhin ein bisschen Loot. 360, 170, 112, 105. Alles nicht so spektakulär. Ach ja, und jetzt mögen sie sich wieder. Okay, und da werde ich da mal was machen, was ich schon immer machen wollte. Also was heißt immer? Ich wollte es mal wieder machen. Ich möchte die alle loswerden. Ich möchte wieder alleine reiten. Ich bin Yakinato der Weise und wir spielen Mountain Blade solo. Okay. We need to separate for a while. Ja, we need to part ways. Und ihr seid mir alle ziemlich egal, muss ich sagen. Im Moment jedenfalls. Zup. Und zack. So, Marnit, du hast mich auch ewig lange begleitet, aber es ist vorbei. Euch weine ich keine Träne nach. Ihr streitet euch immer nur. Ihr kämpft nicht ordentlich mit. Ich muss das ja eh alles alleine machen. Das mit dem Kämpfen. Und deswegen, tschüss, ihr Säcke. Und jetzt ist Yakinato der Weise wieder super schnell, super allein und super verzweifelt und selbstmörderisch. Mal sehen. Wie wär's? Ach, was machen wir mit unserer neu gewonnenen Freiheit? Ich weiß es noch gar nicht. Ah, ein Wegier-Typ. Und Mountain Bandits. Boah, die könnten wir uns theoretisch vornehmen. Ich hab darüber nachgedacht, vielleicht noch ein Bauerndörfchen anzugreifen. Und vielleicht das, ein Schloss werde ich nicht belagern, das ist mir zu heikel. Okay, I'll give you nothing but cold steel. Und jetzt wird's schon mal wieder spannend hier. Was haben wir denn überhaupt? Auf wem reiten wir denn eigentlich? So, mal auf die... na, was ist das für ein Ding? Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Auf die kleine Kreistaste gedrückt. Und, dann zoomt das hier so schön raus. Und ich bin verzweifelt! Hilfe! Wo ist meine Lanze eigentlich? Au! Wo ist... Verdammt! Ach, scheiße, wir sind noch im Belagerungsmodus. Ich habe gar keine Lanze mitgebracht. Mann, Yakinato, du bist aber bescheuert. Das hätte ich... Ah, das hätte ich mir jetzt echt sparen können. Na gut, dann müssen wir das halt mit dem Katana machen. Ach, gerade gegen die Reiter wäre die Lanze halt unglaublich praktisch gewesen. Naja, dann müssen wir das, wie gesagt, mit guter alter Handarbeit und viel Anstrengung. Und ich muss ein kleines bisschen aufpassen. Denn die Herren sind mit ihren Speeren bzw. Wurfgeschossen generell, ja, sehr geschickt teilweise. Dafür halten die nicht viel aus. Wie gesagt, ein, zwei Streiche mit dem Katana und sie fallen vom Pferd. Zack, beziehungsweise fallen auf den Erdboden und wissen nicht mehr wohin. Natürlich nur, wenn es Infanterieleute waren. Okay, warum sage ich eigentlich immer okay? Ist mir mal aufgefallen, als ich mir die letzten Folgen mal so angeguckt habe. Ziemlich häufig, dass ich immer okay sage, um mich praktisch, wie um mich selbst zu bestätigen. Als ob ich mich dessen vergewissern wollte, dass das, was ich gerade gesagt habe, auch wirklich stimmt. So, nach dem Motto, oh, hast du gut gemacht oder so. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie komisch. Das ist auch erst seit einiger Zeit so. Und jetzt fange ich an, mir darüber Gedanken zu machen. Nicht, dass ich mir über viele Dinge beim Let's Play Gedanken machen würde. Dafür habe ich gar keine Zeit. Vor allen Dingen nicht bei sowas wie Mountain Blade hier. Aber darüber habe ich mir auf jeden Fall Gedanken gemacht. Ach so, und ich habe mir auch noch Gedanken darüber gemacht. Ich muss ehrlich mal sagen, jetzt, wo wir gerade hier beim Mountain Blade Reviewen sind praktisch und Revue passieren lassen, mal schon so ein kleines bisschen vorgeschmacksmäßig. Da kann ich auch mal sagen, dass ich es echt schrecklich finde, die ersten 100 Folgen oder so von Mountain Blade Solo mir anzugucken. Ja, weil man sich da selber einfach relativ peinlich findet. Und der zeitliche Abstand macht es praktisch, ne? Man entwickelt sich ja vielleicht auch ein kleines bisschen weiter und ich habe den Eindruck, dass das damals ganz schön peinlich und gezwungen war. Aber hey, ihr hattet euren Spaß. Und ich auch. Jedenfalls damals. Jetzt kann ich mir das wirklich nicht mehr angucken. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist das immer so. Wenn ich mir in 3 Jahren dann diese Folge hier angucke, denke ich mir, oh, ei. Da war jetzt aber auch nicht viel Innovation und so. Und rein sprachmäßig, naja, hört sich halt nach 11 Uhr abends an, ne?
Aber okay, so muss es sein. Gerade wenn man hier ein 200-Folgen-Display anguckt. Also wer so verrückt ist, der kann das aushalten. Haha. Zack! Und ist ja eigentlich wirklich immer dasselbe. Gerade bei Mountain Blade. Also ich finde das lustig. Dass auch das Interesse noch nicht hundertprozentig erloschen ist. Natürlich ist ist halt, aber ich glaube, jeder merkt irgendwie, es ist immer dasselbe. Wir machen genau dasselbe wie die letzten 200 Sessions auch vorher schon. Beziehungsweise die letzten 200 Folgen. Und wir werden das nicht müde. So, genug gequatscht. Wo sind noch Gegner? Ich habe wieder, wie gesagt, gar nicht bewusst irgendwie gekämpft. Na, ein bisschen vielleicht. Aber es ist mehr so, dass man das echt schon so im Gefühl hat. Zack. Auch wenn man mal daneben reitet oder so. Aber so die grundlegenden Abläufe sind ja immer die gleichen, ne? Auf ihn zureiten, umdrehen, auf ihn zureiten. Zack, ausweichen, anrempeln, niederstrecken. Oh. Ja, und deswegen, ist wie bei PES bei mir. Ich habe übrigens doch nochmal überlegt, mache ich noch irgendwas PES-mäßiges, bevor dann PES 2014 rauskommt. Aber wer weiß, keine Ahnung. Also PES 2013, ja, ist ein schönes Spiel, aber na, mal sehen, vielleicht. Und jetzt habe ich wieder vergessen, worüber ich reden wollte. Verdammt. Ja, egal. Okay. Wir sind auch mit der Schlacht fertig. Das heißt, dieses Thema ist beendet. Was auch immer es gerade war. Warum bin ich heute so vergesslich? Okay. Mountain Bandits. Nee, die hatten wir gerade. Das muss jetzt nicht sein. Die Folgendauer ist ja auch begrenzt, sage ich mal. Meine Festplatte ist im Moment ziemlich vollgemüllt mit relativ viel Zeugs. Mit relativ viel Videodateien, die noch verarbeitet werden müssen. Und deswegen ist auch die Folge, die Länge dieser Folge begrenzt. Was ist das denn? Lord Place. Ach, den können wir uns ja vielleicht zur Brust nehmen, aber erst, wenn wir 100% haben. Und da werde ich bei der Gelegenheit auch gleich mal meine... Ach, die haben uns ja die Lanze geklaut, kann das sein? Die Bastarde, die haben uns die Lanze geklaut. Das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall gleich mal nach in die nächstbessere Stadt, nach Praven oder so, und uns eine neue Lanze kaufen. Ich hoffe, in Praven gibt es sowas. Ansonsten müssen wir nach Uxkal und das ist dann schon wieder so ein kleiner Umweg, weil der Lord, der liegt jetzt hinter uns. Ja. Ach so, nächstes Thema. Genau, wo ich gerade dabei bin. Das Gewinnspiel, ich habe mich bei allen Gewinnern praktisch gemeldet. Einige haben ihre Gewinne schon erhalten, andere nicht. Und hat soweit alles geklappt. Ich werde das wahrscheinlich sicherlich nochmal machen mit dem Gewinnspiel. Natürlich mit einem anderen Modus. Und jetzt will ich erstmal gucken, ob wir uns hier in die Stadt... Ach, wir müssen uns wieder rauskämpfen. Ach, na gut. Yakinator der Weise, du kennst es nicht anders. Ja, in jeder Stadt wird er verschmäht. Wenn es um den Einlass geht. Okay, zapp und schon wieder okay gesagt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Immer nach solchen Bonmots vielleicht? Keine Ahnung. Und alle sind tot? Haben wir es geschafft? Also 4 ist auf jeden Fall eine Menge. 4 hatten wir lange nicht mehr. Aber wir können es machen. Wir sind wieder dabei. Ja, was wollen wir jetzt eigentlich in der Taverne? Nee, da wollen wir gar nichts. Wir gehen einfach mal zum Marktplatz, gucken, was der Waffenschmied alles so hat. Tempered Two-Handed... Ach nee, ich will Sword of War haben, aber das gibt's hier anscheinend nicht. Pole-Axe... Pole-Axe ist nicht gut. Ich will wirklich so ein irgendwas Lanzenmäßiges haben, aber es sieht nicht so aus, als ob hier... Oder hier eine Pike? Ach nee. Hier ist eine Bent Jousting-Lanz. Das ist ein guter Anfang, damit kann man die Leute trotzdem insta-killen, wenn man gut reitet. Ja, und dann können wir gleich den ganzen Schrott hier verkaufen. Nomad West und das hier und das Mehl, sollten wir das... Auf jeden Fall das hier alles. Bent Arrows will ich nicht haben. Das Saddle Horse können wir verkaufen, das Schild hier, das komische. Und das Mehl verkaufe ich jetzt auch mal und dann haben wir nur noch Obst. Wir sind jetzt rein vegan unterwegs. Okay, Armor Merchant, wie viel Geld haben wir überhaupt? 11.482. Was fehlt uns überhaupt? Ach, wir brauchen wieder Schuhe. Die Schuhe... Na gut, dann nehme ich erstmal die Crude Iron Greaves. Die sind eine gute Wahl, sind auch nicht allzu teuer. Damit können wir uns durchschlagen praktisch. Ein Heavy Charger. Ach, so einen haben wir schon. Gut, dann bin ich damit erstmal gut ausgestattet. Headback. Es ist auch kein Turnier oder sowas in Praven, an dem wir teilnehmen könnten. Ich weiß auch gar nicht, ob wir daran teilnehmen könnten, wenn wir uns da reinschleichen. Das habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Ich habe es ja, wie gesagt, auch seit fast einem Monat nicht mehr gespielt, das gute alte Mountain Blade Solo. Gerade nach dieser verpatzten Session, wo ich jetzt nicht abgespeichert hatte und wo wir alles nochmal machen mussten, da ging dann halt auch ein bisschen die Motivation flöten. Okay, ja, schon wieder okay gesagt.
So schnell geht das und völlig ungewollt. Einblick in die Psyche eines Let's Players, beziehungsweise eines YouTube, Videoproduzenten. Ich habe übrigens immer noch nicht dieses komische neue Hintergrund-Dingsbums-Kanaldesign aktiviert. Das war mir noch nichts. Irgendwann wird das sich sicherlich automatisch aktivieren. Aber ich habe jetzt kein Bedürfnis, schon wieder ein neues Hintergrundbild zu machen. Nee, da bleibe ich erstmal auf dem alten Stand. Und irgendwann gibt es dann wieder ein schönes handgezeichnetes Hintergrundbanner von mir für den neuen Kanal, damit ich auch überall erkennbar bin. Und, hoi, Looter. Na dann, charge the enemy. 1 gegen 10. Die denken wohl, die haben hier leichte Beute vor sich. Aber es ist Yakinator. Mit seinem krassen Bogen vor allen Dingen. Den wir jetzt auspacken. Mal sehen, ob wir alle 10 mit einem Köcher zur Strecke bringen können. So. Die Sonne geht unter. Ich glaube, sie geht unter. Nee, doch. Ja, ich denke mal, die Sonne geht unter. Wo sind eigentlich die Looter? Ach, da. Hopp. Eine schöne abendliche Stimmung. Und wir vertreiben uns hier die Zeit. Rückblickend auf die tausenden Folgen. Ui, und hier nochmal. Und da nochmal. Wurden wir eigentlich jemals von Lootern besiegt? Keine Ahnung. Das wäre mal eine gute Quizfrage. Oder, was weiß ich. Wie ist das dritte Ersatzpferd oder so? Keine Ahnung. Kriege ich den jetzt noch? Der wird immer kleiner. Ich bin anscheinend doch nicht so ein guter Schütze. Dann reite ich mal näher ran. Und dann geht das auch. So. Und jetzt, das müssten wir geschafft haben. Ja. Ach so, was ich auch noch machen wollte, ist einen neuen Rekord für einen Siegessprung aufzustellen. Ob mir das noch gelingt im Laufe dieses Let's Plays, das sei dahingestellt. Da bin ich ja mal gespannt. Was ist das? Kurgit Skirmisher. Die würden uns zackschnetzeln. Also würden sie nicht, aber wir könnten uns schon wehren. Aber es wäre echt zeitaufreibend und nervig, die loszuwerden. Ich meine, wir sind ja nicht irgendwer, sondern wir sind ja Yakinator der Weise. Auf Level 39 übrigens. Achso, jetzt gucke ich mal. Wie viele Dinger brauchen wir denn noch? 100, paar 90.000 oder paar 80.000 oder so ähnlich. Ach, ich kann nicht mehr rechnen. Was denn? 1.533.234 haben wir und wir brauchen noch 200, naja, wie gesagt, 190, 180.000, irgendwas in der Dreh. Ich habe keinen Bock, jetzt Kopf zu rechnen. Ich habe lieber Bock, hier zu den Rotdogs hinzurennen und vielleicht noch ein bisschen Quatsch zu machen. Aber das auch erst in der nächsten Session. Diese Folge ist auch, wie gesagt, ein kleines bisschen kürzer, deswegen dafür zeitlich in angemessenem Abstand die nächste Folge. Und es hat mir wie immer Spaß gemacht. Ich bin bloß ein kleines bisschen gehetzt, muss ich heute ehrlich zugeben. Es hat mir wie immer Spaß gemacht. Und ja, ich verabschiede mich. Und Yakinator der Weise natürlich auch. Wieder ganz allein. Mountain Blade Solo mit mir, Yakinator, auf Yakinators LP-Oase. Und genug Werbung gemacht. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.